So, hallöchen, herzlich willkommen zum vierten Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich habe mich jetzt über etwas über den Secret Exit informiert und der ist nicht im zweiten Level, denn das ist das K-Level. Ja, der kommt erst später, der Secret Exit, deswegen müssen wir uns hier noch keine Sorgen machen. Also in diesem Part werde ich ihn wahrscheinlich noch finden, denn er ist in dem vierten Level. Aber erstmal kurz zum dritten Level, Laubeshymne. Oder Laubeshymnen. Mal gucken, wie es in diesem Level vorangehen wird. So. Oh, Anna. Ah, das war dieses Level. Okay. Denn in diesem Level... Dude. Ich bin ja auch zu scheiße für dieses Game. Fallen Blätter runter und auf denen können wir springen. Höchst spannend, ich weiß. So, hier kriegen wir noch eine Chance. Ja, hier kriegen wir noch eine Chance. Und diesmal treffe ich auch. 5 Puzzleteile gibt es in dem Level. Mal gucken, wie viele wir finden. Okay, hier können wir uns wieder einen Paten aussuchen. Und weil ich glaube, dass in dem Level jetzt viele Stacheln vorkommen werden, ist Cranky mitzunehmen wahrscheinlich keine so blöde Idee. Und damit ihr auch eine kleine Abwechslung in den Kongs habt. Psst. Weil die ganze Zeit, dass ich mit Dixie rumlaufe, ist ein bisschen langweilig, sowohl für mich als auch für euch. So, Puzzleteile bleiben bei... Alter! Deswegen, ich bleib bei Cranky. Okay, gut, etwas Schaden nehmen ist nicht schlimm, weil hier gibt es eh wieder ein Herz. So, zack. Gut. Boah, das war aber ein schweres Secret, du. Boah, scheiße. So, hier gibt es eine Münze und hier gibt es eine Banane. Okay. Ich sollte etwas mehr Acht geben. Ich habe keine Luftversicherung. So. Wir haben keinen grünen Ballon gekauft. Okay. Oh, was? Das betäubt die? Lustig. Wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Jetzt bin ich schlauer. Eine Münze. So, hier gibt's wieder einen Kong. Ich will nicht Cranky, scheiße. Egal, wir bleiben bei der Herausforderung. Ich sehe schon, Leute den getellten Haaren tippen. Hey, Darkwing, du bist so ein Noob. Du bist so schlecht in diesem Spiel. Meine Oma hat es durchgespielt mit geschlossenen Augen. Ah, wie mache ich was vor? Wer schreibt bei mir Kommentare? Ich nehme mal Diddy. Wie gesagt, zur Abwechslung. Ich habe kurz gedacht, ich habe das O jetzt verschissen. Aber wann habe ich bitte mal was? Wann habe ich bitte mal was verschissen, ha? Wäre geil, wenn der Dicke auch mal rollen würde. Roll doch! Jetzt rollst du. Hier rollst du nochmal. Wow, es gibt nur Bananen. Oh, jetzt sagte ich, oh, jetzt ein schönes Puzzleteil oder so. Nee, ein Scheiß gibt's. Tut. Da unten ist ein Bonus. Sieht man doch sofort. Und dann auch noch ein relativ einfacher. Sagte er und fällt fast schon wieder runter. Dude, Dicker. Zack, schön. Läuft ja gut jetzt, wobei, das darf ich eigentlich nicht sagen, dass es gut läuft.
weil dann fängt es an, richtig beschissen zu laufen. Den Typen zu killen ist ne. Wow. Und da habe ich auch schon wieder Diddy verloren. Ah, okay, gab keinen Puzzleteil dafür. Fuck. Ich muss jetzt denken, ich habe keinen Kong. Ich bin mit dem nächsten Treffer down. Also, kein Stress. Okay, ein Herz. So, den jucken Hits nicht. Das heißt, der kann nicht hüpfen, bis der Arzt kommt. Da ist wieder ein Kong. Und ganz ehrlich, nennt mich Pussy, aber ich nehme einfach Dixie. Keinen Bock mehr, mit der Scheiße hier rumzuschlagen. Ich werde sie eh in ein paar Sekunden verlieren, keine Sorge. Ihr kennt mich doch. So. Bananas. Diese Pinguine, ne? Eigentlich mag ich ja Pinguine. Eine Münze. Ne? Oh wow, Puzzleteil, okay. Da ist das G. Kaum G haben wir. Geil! Habe ich nicht schnell genug reagiert. Ist traurig. So, aber jetzt geht's noch nie ins Ziel. Jetzt geht's erstmal in die Tuba rein. Ein sehr cooler Abschnitt des Levels, den kann ich mich sogar noch ein bisschen erinnern. Sehr kreativ, sehr geil. Alter! Aber auch eine sehr interessante Tuba, in der Gras wächst. Dann geht's hier ins Ziel. Butz. Alle kann Gebuchstaben und ein Puzzle habe ich ausgelassen. Meine Güte. Wird mir keiner den Kopf abschlagen, deswegen. Also das hoffe ich wenigstens. So, und hier in dem Level gibt es jetzt ein Secret Exit. So eine Schreinerei. Schreinerei, das wird wahrscheinlich irgendwas mit Schreinerei zu tun haben. Also mit Möbel machen. Was so ein Schreiner halt macht. So, und tut nicht so, als hätte ich das nicht gesehen. Das erste Puzzleteil. Ah. Okay. Zweites Schienenlevel. Ich bin überrascht, immer noch keine Raketenlevel. Oh nein, an das Level erinnere ich mich. Das war nicht einfach. Alter. Ich bin aber auch schon wieder so scheiße. So. Jackpoint, alles klärchen. Okay. Oh, ein Leben. Ja, das nehme ich mit. Dude. Das N. Da
oben ist... Ah, da oben wäre ein Puzzleteil. Ich hätte jetzt springen müssen. Oh, ups, so, ich dachte, das ist ein Secret. Darkbean 2021. Ich dachte, da ist ein Secret. Was heißt, ich muss das N wieder sammeln. Erstmal schön die Lore verfehlen. Oder das Minecart, wie auch immer ihr das nennen wollt. Denn es steigt ins Minecart, um wieder runterzufallen. Ich bitte! Ich bin nicht tief genug gesprungen. Nicht hoch genug gesprungen. Deswegen bin ich nicht tief genug getaucht. Oh, das wird das erste Fail-Level. Das wird das erste richtig schöne Fail-Level. Ich hoffe, ich finde den Secret Exit right away. Da muss ich mich darum nicht sorgen. Die Musik mal wieder on point. Fick dich! Alter! Beim First Try geschafft und jetzt Struggle am Ende. Ihr wollt mich verarschen, kann das sein? Es geht schon los. Es geht los. Wir sind jetzt in der zweiten Welt, liebe Freunde. Wir sind jetzt in der zweiten Welt. Und schon stelle ich mich an wie der letzte Vollidiot. Ich sag euch, die achte Welt wird ein Horror. Dude! Dude. So. Jetzt hab ich's. Dude. Kann ich hier immer das Puzzleteil holen? Wenn man schon tot war, ne? Da wird wieder einfach eine Lore draus. Also Kinder, merkt euch, wenn ihr mit so einem... Oh, shit. Oh. Scheiße, Alter. Okay, da hätte ich oben lang müssen fürs Puzzleteil. Oh, scheiße, ich habe das Ding nicht gesehen. Ja, jetzt, die Musik anhört, richtig schön. Oh, Sägewerk. Hart arbeitende Zwerge und dann auf einmal get up here. Da kann man auch schon mal gleich das Puzzleteil holen, ne? Oh, oh scheiße, die Stelle. Das geht. Ah, ich habe schon den Secret Exit gesehen. Wir müssen dann da runter. Also, macht euch bereit, dieses Level gleich nochmal machen zu dürfen. Schön. Oh ja, Stuhl TV, Dankeschön. Willkommen im YouTube-Video. Weil du Mario Kart 8 Deluxe spielst. Das heißt, wir machen das Level gleich nochmal und holen uns den Secret Exit, weil ich weiß jetzt, wo er ist. Oh, das ist eine richtige Schweinerei hier, keine Schreinerei. Das heißt, wir haben ja da beim Sägewerk das Ding gesehen, nach dem G geht es dann da nach unten bei der Eule. Da müssen wir wahrscheinlich an der Eule abspringen. Und dann trägt es uns zum Secret Exit.
Aber das ist eine interessante Schreinerei. Das ist keine Schreinerei, das ist ein Sägewerk. Interessantes Sägewerk. Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ich denke mir, Puzzleteil holen, aber ich hab's schon geholt. Hier unten lang. Zur Abwechslung halt, ne? Und zur Abwechslung lass ich mich mal hitten. So, hier meine Lieblingsstelle. Aber jetzt muss ich mich nicht mehr darum sorgen, dass ich das scheiß N mitnehme. Die Musik ist halt erste Sahne, so. Ja, es gibt kein Donkey Kong Spiel mit schlechter Musik. Gibt's einfach nicht. Jetzt kommen wir ja ganz gut durch, würde ich mal behaupten. Ich muss halt unbedingt daran denken, an die Eule da unten. Wow. Dass ich halt da runterfahre. So. Sehr schön. Weiter geht's. Und wir werden auch noch geheilt dabei. Wenn eine Säge reinfährt, würde man denken, man nimmt Schaden. Aber nee, tatsächlich nicht. Oh boy. Zu früh, viel zu früh gesprungen. Scheiße. Naja, nochmal. Ich genieße einfach diese schöne Musik. Und jetzt geht's wieder an die Action. So, und jetzt denken nach unten. Ich bin gesprungen an der Eule. Ich bin an der Eule abgesprungen. Ihr könnt mir glauben. Aber das Schöne ist, ich treffe die Eule, ohne dass ich abspringe. Ich muss einfach nur runterfallen. Das ist sehr schön. Schön zu merken. Was ist das für ein Sägewerk? DK, in welcher Welt lebst du bitte? Du bist alles von den Entwicklern unterwandert. Alles. Alles. Ui, so. Sprung. Dude. So, jetzt runterfallen lassen. Und im richtigen Moment springen. Yes, ich hab's geschafft. Ich bin so scheiße. Ich bin so verdammt scheiße in diesem Spiel für kleine Kinder. Wobei, das Spiel ist scheiße schwer, das muss man sagen. Man kann Donkey Kong Country vieles zumuten, dass es leicht ist, definitiv nicht. Oh scheiße, ich hätte die Münze mitnehmen können. Forget it. Wenn ich sterbe, dann eh nur, wenn ich runterfalle. Also, eh scheißegal. So, jetzt. Spring runter. Reaction! Schon wieder! Ich springe doch von der ganzen Kante ab. Okay, nochmal. Und jetzt schaffe ich es gefälligst. Komm, Dicke, du kriegst es hin. Du bist hier der Oberaffe. Du kriegst es hin. Du brauchst diesen Feigling von Diddy nicht. Du brauchst die Schnäpfe von Dixie nicht. Und du brauchst den alten Mann von Cranky auch nicht. Du bist hier der Boss. Denn die Kongs sind ja auch alle irgendwie miteinander verwandt. Irgendwie Diddy ist DKs Cousin, glaube ich, oder so. Endlich geschafft, Alter. So, da können wir mit der Liana auch noch nach oben gehen. Aber wir wollen hier natürlich zum Secret Exit. Ist klar. Boom. Sehr schön. Sehr schön, DK. Ein Level schaffen wir noch. So, da oben geht's zu 2.5 und hier ist 2A und danach gleich 2B.
Dann auf 2, 5, Luftschloss-Romantik. Okay. Luftschloss-Romantik. Kann ich mir jetzt noch schwer was unter dem Titel vorstellen, aber mal gucken. Vielleicht wird es ja was Lustiges. Ich sehe schon den Hintergrund und ich weiß gleich schon wieder, welches Level das ist. Und hier kriegen wir sogar nur Dixie. Also hier hast du gar keine andere Option. Aber ich hätte auch nichts anderes außer Dixie in diesem Level akzeptiert. Ist das der Grund, warum du gerade so scheiße bist? Maybe. Okay, hier ist gleich der erste Checkpoint. Schwerstes Puzzle-Rätsel EU-West. So, zack. Du roll doch, wenn ich dir sage, dass du rollen sollst. Aber wie die Atmosphäre sich schon verändert hat von fröhliche, bayerisch angehauchte Dörfer zu, ja, ich weiß nicht, wie ich die Stimmung hier beschreiben soll. So, wow. Not the bananas. Das Ohr, das Ohr. Yes. Oh, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir über den Wolken. Jetzt ist es auch viel heller. Bam. Ach so, ich komme anders ran. Okay. Ich glaube, an dieses Puzzleteil kommen wir so ran. Wir gehen auf diese Plattform und wenn wir sie schlagen, genau, geht sie nach unten. Dann ducken wir uns. Ich weiß nicht, ob es 100% nötig ist. Aber wir machen es trotzdem. Da ist das Ende auch schon, also nicht schwer versteckt. Hier ist auch eine schöne Münze. Ich meine, ohne Dixie ist natürlich auch dieses Ende nicht zwingend einfach. Okay, ich habe das Timing verschissen. Und da kommen sie schon, die Pingus. Die fliegenden Pingus. Da oben ist es. G. Haben wir das. Dann ist mir dieses Level anscheinend nicht in Erinnerung geblieben, weil es schwer ist. Das war scheiße einfach. Aber es ist mir in Erinnerung geblieben, weil es gut war. So. Und wenn ihr denkt, da ist doch nichts mehr. Natürlich ist hier noch was. Ein Bonus, glaube ich. Yep, ein Bonus. Und zwar ein ziemlich einfacher sogar. Also das ist, glaube ich, mit die einfachste Art Bonus. Ja, kein schwerer Bonus. Ist ja schön. Waren zwar nur der dritte, also zwei habe ich definitiv übersehen, aber das ist egal. Boom. Der Trick ist mit dem, dass man so schnell zuschlägt, mit dem Daumen von X und zwischen X und Y hin und her zu springen. That's the Trick. That's the Trick. Und dann würde ich sagen, war es das wieder mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Im nächsten Part geht's dann schon zu 2.6 Bimmelbammel. Dann machen wir 1a und 1b. Und dann geht's auch schon zum Boss. Ob ich den schon im nächsten Part schaffe, weiß ich nicht. Im übernächsten definitiv. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat.
Und was wollte ich noch sagen? Naja, aktiviert natürlich auch die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Heute kamen zwei Videos, einmal dieses hier und einmal meine Shiny Reaction auf Shiny Regidrago, was ich ewig gehuntet habe. Es sieht zwar nicht viel aus, aber es war viel Zeit. Deswegen checkt das aus und folgt mir natürlich auch auf Twitch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann und ciao, euer Darkbean.